Hallo, meine lieben Skatfreundinnen und Skatfreunde. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die 18er Rangliste werden wir hier spielen um 12 Uhr am Freitag, den 20.01. Und das ist mein aktueller Stand: 523,36. 25 gespielte Ranglisten, also 5 Stück fehlen noch für diesen Monat. 136 zu 19. Mein Spielverhalten ist 6,2 Spiele. Und 46 umgebogene. So, 12 Uhr ist es jetzt und wir sind am Tisch. Ich mache hier auf Vollbild und dann geht es auch gleich los. Gut, Blatt. Spieler 1 bin ich. 18? Naja. Ja. Erste Blatt 20? ist schon mal nicht so 22? berauschend. Ja. 23? Ja. 24? Ja. 27? Ja. Passe. Mit Passe. einem Wunschkart mit Kreuz 7 und mit Pik 7 würde ich hier auf ein Nulle Oh, Wehr kommen. kommt. 27er Reizung, einfach Krang Hand. Ah, okay, vielleicht mache ich einen Pikstich. Er wirft noch Kreuz ab. Ja, einen Pikstich mache ich schon mal. 7. Ja, sieht trotzdem nach Schneider aus. Selbst 17. Ja, wenn er Herz Ass hat. Nee, hat er. Doch. Ja, 32. Wunderbar. So, 0. Nee. Passe. Auch hier 18, könnte man sich ja. Nulle Wehr 20, vorstellen. ja. Karo 7 und 22, ja. Herz Passe. Bube 10 oder 8. Kreuz. Würde das Spiel hier zum Nulle Wehr machen. Oder Kreuz 7, Karo 7. Vierzehn, einfacher Kreuz bei einer 22er Reizung. Ja, interessant war dieser Pikstich gerade. Wir sind raus. Zweiundzwanzig und 15 sind 37. Siebenunddreißig und 15 sind 52. Und damit haben wir gewonnen. 52 und 11 und 52 und 14, 66. Habe ich mich um einen verzählt. 18? Ja. 18, ja. Ja, hier werde ich wahrscheinlich bis. Ich weiß nicht, ob ich den Kreuz Hand reizen Passe. soll. Passe. Oh, der Skat war ganz schlecht. Kreuz. Null Verbesserung durch den Skat. Bei 18 bekommen. Kein Karo, kein Kreuz. Kein Voller. Ein Bild und eine Lusche. So, was haben die denn jetzt? Die haben 11 und ich habe 24. Zweiunddreißig, 43. Wird wohl nichts mit Sieg. Jetzt wohl doch. Dank des Trumpfzuges habe ich das Spiel doch noch gewonnen.
Dadurch bekomme ich ja 10. 18, passe. 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27, ja. 30, ja. 33, ja. 35, ja. 36, ja. Passe. Ja, jetzt. Schade, so eine schöne Karte. Option in Pik, Karo oder Kreuz, ja, was reinzufinden. Mit Zweien hat er hier. Mit Zweien Hand, Herz. Achtzehn, passe. 20, passe. Da lag jetzt noch ein Trumpf im Skat bei dem Handspiel. Ja. Ein bisschen, also ich weiß jetzt nicht, mit Kreuz König, den hätten wir auf jeden Fall kriegen können. Auf mein Kreuz Ass. Peak. Aber da, ich glaube, das wäre nur ein Punkt mehr gewesen. Ich glaube, der hatte die Dame gelegt. Einundzwanzig. Hat er einen Buben? Das wäre gut. Einundzwanzig und 16, 37. Vierzig, 51. Ja, es wird nicht weitergespielt. Ich überlege, ob ich Pause mache für die Aufnahme. Ne, jetzt geht's doch weiter. 57. 59. 59. Na, ich glaube, wir bleiben genau bei 59 stehen. Das gibt's ja gar nicht. Ja, der Nullpunkte-Überstich, Achtzehn. der war richtig schlecht. Das, naja, gut, er zieht ja Kreuz Junge dann. Passe. Passe. Ich glaube, wenn er gar nicht übersticht, gewinnen wir. Grand Also, Hand. diese Lusche da, beziehungsweise den König zu überstechen, das war schon nicht so toll. Er macht ja noch einen sicheren Trumpfstich und da kommt dann rein mein Kreuz Ass. Also wir können das Spiel gar nicht verlieren, wenn Spieler 3 den Pik König nicht übersticht. Meine Karo Lusche und den Pik König. Dann gewinnen wir immer.
21. Oh. Nein, ich wollte, hab mich verklickt, ich wollte Pik Dame spielen. Ja. Ja, es wäre egal gewesen. Da lag noch ein Bube im Skat. 18, passe. Passe. Es wäre vielleicht doch nicht egal gewesen. Ich weiß gar nicht, hat er zu dem Zeitpunkt noch einen Buben in der Hand gehabt? Null. Passe. 18. Das war ja auch ein Passe. komischer Null. Er hatte 8, 9 im Kreuz und kommt da mit so einem komischen Karo raus. Merkwürdig. Peak. Vierzehn. Was überlegt man da jetzt bei Kreuzbube? Da brauchte man doch jetzt nicht groß überlegen. Passe. Passe. 18. Oh, das war jetzt mal eine richtig gute Findung. Grand. Ja, hier können wir auch einen Jungen ausspielen. Wir haben zwei Karos gedrückt und haben drei Abwurfkarten. Vier haben sie, acht haben sie bisher. Acht und 14. Aber das Witzige ist, sie kommen ja trotzdem raus. Es ist ja Karo Ass noch da. Der spielt Karo Ass nicht, ich lach mich tot. Was, warum hat er Karo Ass nicht gespielt? Er hat es ja selber gehabt. 18? Ja. Er hat wahrscheinlich gedacht, ich habe die Karo 20? 10 hoch Passe. und wollte deswegen kein Karo spielen. Passe. Karo, Hand. Fünfzehn.
17. Fünfundvierzig. Das gibt's doch gar nicht. Da liegt doch schon wieder ein Trumpf im Skat. Zwei Buben. Einer davon reicht schon, damit wir das Spiel gewonnen haben mit 60. Wow, ist das ein Glück. Passe. Passe. 18. Kreuz. Aus. Junger Ass im Skat, meine Güte. Oh. Zweimal hintereinander so bombastisch im Skat. Junge, Junge, Junge Ass. 18, passe. Das ist schon eine Weile her, wo ich zweimal hintereinander so gut gefunden habe. Ja. Passe. Null. Er wirft Herz weg. Jetzt wirft er Pik weg. Hätte er gleich Pik 10 nachspielen können, wäre sofort erledigt gewesen, das Spiel. Passe. 18. Passe. Ich bin mir nicht so ganz im Klaren, Kreuz. ob ich nicht den Pik König drücken soll und Karo 10 oben lassen. Nee, war richtig. War richtig die Entscheidung. 27. Zweiundzwanzig. Ja, jetzt kriegen sie noch zwei Karo-Stiche, können aber nicht mehr gewinnen, weil da nur noch König, Dame und eine Lusche draußen ist. Passe. Ja, die optimale Zugfolge in Trumpf wäre Passe. gewesen Pik 18. Bube und Trumpf Lusche. Dann wäre nicht Kreuz Ass mit Karo Ass Ladung gekommen, sondern dann hätte er noch mitbedienen müssen.
Den Kreuz. Und in Pik gab es keine Abstichmöglichkeit, weil da ja noch Pik war. Sechs. Zwanzig. Einunddreißig, ja. Mehr konnten wir hier nicht kriegen. Passe. Passe. 18. Pik Bube war richtig gut. So, jetzt habe ich schon 60 eigene Punkte. Den Grang muss ich spielen. Grand. Wenn die Jungs kommen, unverlierbar. Wenn die Jungs nicht kommen, muss ich zittern. Es kommt ein Pik. Noch ein Pik. Jetzt habe ich natürlich auch gewonnen, weil ich jetzt Pik König kriege. Damit habe ich 68. Einundsiebzig mit der Dame. Noch eine Dame. 74, 85, nee, 74 bleibt dabei, ja. Dreiundsiebzig sogar nur, habe ich mich schon wieder um einen Punkt verzählt. 18, passe. 20. Passe. Ich weiß, wo ich mich verzählt habe. Ich habe die 28 gezählt, aber ich hatte vorher schon irgendwie. Das Ass hatte ich ja vorher schon gezählt. Ja, ich weiß. So, jetzt müssen wir mal gucken. Grang oder Farbe. Beim Grang wäre die Option 13 in Kreuz drücken oder 20 drücken. Das wären die Optionen bei Grang. Ja, ich mache das mal. Ich drücke mal 20. Grand. Sieht zwar optisch Katastrophe aus, aber wenn ich jetzt ein Karo vollen steche, habe ich schon 5 volle. Ich habe die Option, den Herzkönig nach Hause zu kriegen. Ja, ich meine, die andere Drückweise wäre natürlich noch besser gewesen. Mit 13 im Kreuz. Da wäre ich jetzt schon durch. Aber so haben wir auch schon 27 und noch 25 eigene in der Hand. Und damit haben wir gewonnen. Ja, ich kann den jetzt auch stechen. Es ist sowieso egal. Gewonnen ist gewonnen. Ich hätte den auch abwerfen können in der Hoffnung. Ja, das Pik, König. Hätte ich nicht gedacht. Oh, könnten wir 18, hier sogar ja. Nulle wer Hand reizen? 20, ja. 22, ja. 23, ja. 24, ja. 27, ja. 30, ja. 33, ja. 35, ja. 36, ja. 40, ja. 44, ja. 45, ja. 46, ja. 48. Er hat vielleicht einen einfachen Grang. Also 48 könnte er wahrscheinlich halten. Passe. Passe.
0. Over. Hand. Also die Chance jetzt zu gewinnen ist recht hoch. Passe. 20. Ja. 22. Ja. 23. Ja. 24. Ja. 27. Ja. 30. Ja. 33. Ja. 35. Ja. 36. Ja. Passe. Also ehrlich gesagt hätte ich niemals gedacht, dass ich hier so eine gute Rangliste spiele mit über 700 Punkte. Grand. Sechsunddreißiger Reizung. Jetzt ist die Frage, ob er die Pik Dame gedrückt hat. Ja, der hat vielleicht zwei Buben. Ich überlege. Ach, egal, ich spiele das Ass. Pik Buben überstochen. Hat er den Herzbuben noch? Er wirft ab. Nee, hat er nicht. Ja, das war's. 6:0 Spiele. Bis Spiel 12 stand ich 2:0. Und bei Spiel 14 3:0. Hätte man wirklich nicht damit rechnen können, dass ich dann noch drei Spiele in Folge gewinne. Und zwar auch noch gute Spiele. Grang mit Zweien, Grang ohne Ein und Nulle wäre Hand. Ah, der Spiel 16 war schon kurios. Ich glaube, da würden nicht so viele Grang mitspielen. Beispiel 16. Ich glaube, die meisten würden den Kreuz spielen. Ja. Na gut, dann war es das von meiner Seite erstmals. Also es wird heute noch einen Stream geben, auf jeden Fall. Aber jetzt werde ich erstmal joggen gehen. Also macht's gut und bis bald, euer Quantus.